Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Borderlands. Wir befinden uns immer noch im ersten DLC bei Dr. Ned, der nicht Dr. Z ist übrigens. Und wir können hier Hank Reis erledigen, der macht gerade irgendwelche Sperenzchen. Oh, er ist über den Zaun gesprungen. Wo ist der hin? Oh, doch nicht. Also bei mir ist der gerade irgendwie so über den Zaun gesprungen. Das war sehr merkwürdig. Ja, der backt aber rum. Das ist eine Alpha-Wall. Also außerhalb kommt der nicht. Irgendwie. Dann machen wir den mal fertig, ne? Ich finde es aber schön. Der scheint so eine Art Werwolf zu sein mit einem Hut. Siehst du den? Der Herr ist schon sehr adrett gekleidet, muss ich sagen. Der Hut gefällt mir. Ja, kann man sehen, wie man möchte. Ne? Ich meine, so, warte. Kann er mal aufhören? Der hängt da so ein bisschen rum. Bei mir ist der gerade übrigens da hinten. Was hängst du denn so in der Luft? Der ist gerade bei mir. Jack, das ist sehr skurril. Wenn du gesehen hättest, wo der gerade bei mir war. Sag mal, warum hat der wieder volles Leben? Weiß nicht. Weiß nur, dass er nicht durch den Zaun durchkommt, was ich sehr schön finde. Okay. Alter, der macht aber auch nicht Schaden, wenn er dich kriegt. Das glaube ich dir. Auch etwas Sorge. Und wenn wir ihn vor... Na toll. Alter! Nein! Er ist draußen. Nein! Hinter den Zaun! Warum? Ja toll. Jetzt kann ich ja wohl nur noch sterben. Wäre eine Option. Sag mal, gegen Werwölfe helfen doch Bleikugeln, oder? Eisenkugeln? Silber hilft. Genau, Silber. Also, Blei hilft aber auch. Dann hol mal die guten Silberlöffel raus von deiner Großmutti. Die könnten jetzt Wunder bewirken. Ach. Warte mal, warte. Moment, der ist gleich weg. Schön, jetzt müsstest du mich mal wiederbeleben. Ja, ich wollte ihn gerade wegmachen. Und ich habe ihn weggemacht. Edge. Aber nur weil ich ihn abgelenkt habe. So. Nee. Immer wieder schön hier. Ach, schade. Den kann man gar nicht einsammeln. Das wäre doch ein nettes, modisches Accessoire. Aua. Wer ist denn da gerade gestorben? Du bist echt der Beste. Ich muss nochmal nachladen, warte. Ich sterbe lieber in Ehren, Jack. Meinst du? Sterbe in Ehren. Okay, warte. Können wir einrichten? Noch ist Zeit. Für was müssen wir denn eigentlich ein Gegenmittel finden? Kann man das mal jemand erklären? Wir rennen irgendwie durch so eine Zombie-Landschaft. Wofür brauchen wir eigentlich ein Gegenmittel? Ja, keine Ahnung. Ich frage mich, wofür wir... Nee, das glaube ich nicht. Es wäre zu offensichtlich, Jack. Der braucht bestimmt irgendwas gegen seinen Ischias oder gegen seinen grauen Star. Gegen seinen Tripper. Gegen seinen Tripper braucht er einen. Genau. Der hat da komische Dinge getrieben mit den Zombies und deswegen braucht er da was. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir in die Klinik? Weil da kommen wir nicht rein. Ich glaube, können wir hier nochmal irgendwie... Aha, eine Mülltonne. Oh mein Gott. Oh, ich habe das Gegenmittel gefunden. Eine Mülltonne. Gut, wir können gehen. Mensch, hat sich das gelohnt. Das Gegenmittel war einfach in der Mülltonne. Grandios. Gut, ich fühle mich gerade dezent verarscht, aber okay. Ja, wie immer. Moment, ich habe hier Dinge gefunden. Und zwar... Explosives Artefakt. Ja, okay. Na, jetzt hör doch mal auf hier. Ja, Ernährungsmine, aha. Ach so. Explosives Geschwader Level 3. Habe ich schon ausgerüstet. Okay. Gut, wir flanieren dann mal wieder Richtung Dr. Ned, der nicht Dr. Z ist, und werden die Gegenstände abliefern. Was ist hier noch für ein Gelände? Keine Ahnung. Ist noch so ein abgezäuntes Gelände, wenn man... Das interessiert mich. Ich glaube, man konnte nicht durch, aber mal kicken, was hier so ist. Ich sehe gerade in der
Ecke, unten rechts eine verschlossene Truhe. Ich hab aber... Welche Ecke? Ich sehe keine Ecke. Oh, siehst du Ecken? Am Ende des Bildschirms, Jack. Am Ende des Ganges. Aber ich weiß nicht, wo das Symbol hinverdünnisiert ist. Okay, ich würde einfach gehen. Wieso sehe ich hier im Mausoleum irgendwo weit ab vom Schuss? Ist doch einladend. Also mein Urlaub. Eine geplünderte Kiste. Mein Urlaub würde ich hier verbringen. Glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Direkt. Am besten so das Grab Nummer 325. Oh, hey. Ist die Frage, kann ich jetzt... Wetten, ich kann nicht... Ne, hier ist... Alter, das ist so mies. Hier ist ja das eine Tor, wo wir vorhin nicht durchkam, wo der sagt, ja, die klingt, der Schlüssel ist schon lange weg. Ne? Na, komm schon. Komm schon. Man kann nicht über die Wand drüber springen. Ja, weil hier auch eine unsichtbare Wand ist. Ich liebe diese Alpha-Walls. Sie sind so schön. Grandios. Da hat man doch gleich ein Gefühl der offenen Spielwelt. Ja, der Freiheit. Frei wie ein Vogel. Richtige Freiheit. Und nicht aufs Sterbebett. Plasma. Achso, die kann ich kaufen. Ich verkaufe mal... Ach komm, die können weg. Ach, 43.000 Dollar nur. Hey. Das ist ja ein Penny für mich. Die meisten Waffen sind ziemlich scheiße. Muss man ganz klar sagen. Ja, das trifft es wohl. In etwa. Ja, die kann weg. Also, ich habe hier schon so allerlei Waffen gefunden, aber ganz ehrlich, die kann man gut verkaufen. Die sind alle ziemlich nutzlos. Aber sie sind leider eher nutzlos, ja. Schade. 26, ja, 27.000 bringt die eine Waffe hier ein. Also, immerhin. Immerhin. Weil ich habe immer noch jetzt die nur 28.000. Ich weiß auch nicht so, warum. 28.000? Ah, nee, gar nicht. 282.000, so. Ich dachte schon. Jetzt habe ja sogar ich 570.000 Dollar. Ja, wie gesagt, ich habe aus Versehen gerade zwei Class-Mods gekauft. War ein Fehler. Tja, das war natürlich ungünstig. Okay. Ansonsten, Schilde. Ah, Moment, ich habe hier was gefunden. Ein interessantes Schild, glaube ich. Oder? Moment, wie viel macht mein Schild gerade aus? Mein Schild macht aus... Ja, das Schild kann ich mir kaufen. Huch! Achso, ich war gerade kurz irritiert. Da habe ich gerade mal das Mischpult übersteuert. Schilde und Medizin. Gut gemacht, Jack. Ah, da musste ich gerade mal so richtig schön niesen. Ja, aber Hauptsache nochmal stumm gestellt, das hast du hingekriegt. Ja, nur das Mischpult, da sind gerade alle LEDs irgendwie auf einmal angegangen. Weiß gar nicht warum. Alles rot geworden, alarmlos gegangen. Sehr langsame. Ja. Ja, komm hier. Ich nehme mal das hier. Okay, Moment, dann kann ich mein neues Schild gerade mal ausrüsten. Und verkaufe das alte. Gut, wir können weiter. Endlich. Obwohl, ich will noch Munition haben. Leck mich. Das hast du davon, Jack. Das mit dem Werwolf habe ich nicht vergessen. Revolver, Raketen. Schön, dass ich hier nicht auf einmal meine Munition auffüllen kann, sondern jedes Mal auf die einzelne Munition klicken muss, um die zu kaufen. Etwas aufwendig, gut. Dann mal los. Ja. Yay. Okay, sehr gut. Ach, Jemine. Wie lange sind wir denn schon in der Folge? Ich bin gerade etwas irritiert, muss ich zugeben. Okay, gut. Ich war etwas irritiert gerade. Deswegen wollte ich mal nachfragen. Wieder. Ja, das kann vorkommen. Aber das sind ja auch, nur die Schatten von den Viechern. Das sind ja auch keine Raben, das sind Leichenfresser. Ist mir egal, wie sie heißen, sie sind scheiße. Ja, das wird wohl wahr sein. Hallo? Oh Gott. Einfach mal im Kreis schießen. Und wir müssen einfach wieder zurück zu unserem Lieblingsdoktor, oder? Also, wir müssen zu Claptrap. Achso. Naja, du weißt ja auch nicht, wen ich mit meinem Lieblingsdoktor gemeint habe. Ich könnte ja auch Dr. Z gemeint haben. Ich glaube bis jetzt, dass es eine und dieselbe Person sind. Jetzt hast du den ganzen Spaß weggenommen für die Zuschauer. Mann. Das ist wahrscheinlich das, so eine multiple Persönlichkeitsstörung, der zieht sie einfach immer nur Bart an. Das ist nicht
Das ist nicht der Dr. Z, das ist sein Bruder. Mit einem aufgeklebten Schnauzer. Ist doch offensichtlich, Jack. Mann. Ah. Mensch. Ja. Du Dosel. Du Dovel. Dösel. So, wo geht's denn lang? Sehe ich genauso. Gut. Schön, dass wir es geklärt haben. Mensch. Nimm den Zuschauern doch nicht ihre Illusion weg. Claptrap. Alter, hier hat einer Claptrap gefesselt. Was? Wo? Ich will ihn sehen. In all seiner Pracht. Es waren doch bestimmt wieder irgendwelche Banditen. Oder Zombies. Alter, aber verpasst grad die stehen hier eher auf hier Fleisch. Ja, ich komme. Sprung. Ja. Ja. Du hast gerade einen Dialog verpasst. Ja. Ich wurde gerade. Das Klopfen klingt so. Und jetzt geh und lass den Roboter für die Skags zurück. Ich wurde gerade von zwei. Oh. Jack? Aber wir können erstmal Nebenwirkungen sind möglich abgeben, ja? Also, du hast gerade Dialog verpasst. Und zwar diese komische Stimme uns davor gewarnt, dass Dr. Z nicht zu trauen ist und er seinem Hund mehr trauen wird und den hat er erschossen, weil er ihm nicht getraut hat. Ach so. Naja, ich meine. Claptrap wurde gehackt, finde die Geschichte um Dr. Nett heraus. Ich meine, in dieser Geheimnis Welt kann man. Und Mysterien. Kann man auch niemandem vertrauen. Jemand hat sich in Claptrap gehackt und dir eine mysteriöse Nachricht hinterlassen. Dir wird gesagt, dass du Dr. Nett nicht über den Weg trauen sollst und irgendwas weiteres. Also zum Boot und dann finden wahrscheinlich. Boah. Jack, ich werde gerade von zwei Claptraps gleichzeitig vollgeschwätzt. Das ist echt verwirrend. Bei mir kamen nur irgendwelche komischen Störgeräusche bei raus. Ach, lass uns gehen. Ich werde hier noch ganz kirre. Das kannst du aber wissen. Gut, dann. Na gut, lass uns zum Boot. Ja, zum Boot. Wir gehen. Das Tolle ist, dass wir schreiten voran. Ja, so, hallo? Das Boot fährt doch garantiert hier noch, oder? Ja, hallo? Komm, wir nehmen das Boot hier. Der Kollege ist noch heile. Der hat immer noch seine... Hey, die... Nee, sie ist noch da. Ich dachte, die Sicherung wäre weg. Ich habe schon meinen eigenen Augen gedacht, nicht getraut. Da kommen wir ja so von wegen, suche die Sicherung für den Automaten oder irgendwie sowas. Das wäre schön. Aha, was haben wir hier? Oh. Ach, stimmt ja. Wir müssen hier lang gehen. Na gut. Ach, da hinten sieht man auch schon in weiter Entfernung das imposante hier Krankenhaus. Ich habe das Krankenhaus gemeint, aber gut, ja. Das Boot ist auch sehr imposant. Das Boot auch, ja, da stimme ich dir zu. Vor allem der Antrieb. Boot gefunden. Der weckt so richtig Vertrauen, dieser Antrieb bei mir. Boah, Luxuskarosserie. Dann mal los. Mach den Motor an, Jack. Besonders die Leiche okay, hier vorne. 3, 2, 1, Risiko. Ich wollte gerade Motorengeräusche machen, warte. Ich krieg gerade keine Geräusche hin, es tut mir leid. Ich habe euch enttäuscht. Welch Schmarch. Gut. Wo lang? Wohin? Hallo? Hier haben wir eine Tür, die sich... Der Sound passt erstaunlich gut zum Ambiente, muss ich sagen. Kannst du den bitte anlassen? Danke. Wieso passt das etwa? Jack, ich habe das Gefühl, die Höhle hier schallt leicht. Minimal. Den Effekt. Ich will weit runterdrehen. Vielleicht, wenn ich ihn so lasse. Ich finde es gerade echt herrlich einfach, weil es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Weiß, das ist manchmal schön. Das Problem ist, ich höre halt selbst nicht, was ich da rein krumm gebastelt habe. Na, ist doch egal. Na, dann komm mal her. Oder auch nicht. Bleib unten, Jack, bleib unten. Wieso soll ich immer warten? Das ist fies. Ja, komm. Oh, warte, nein, oh, verdammt. Ich habe ja den Aufzug gerade gerufen. Ja, schade.
Ich meine, zum Glück. Ich bin hier. Yay. Aha. Ich hätte dir zugetraut, dass du mich jetzt wieder runterschickst. Ja, wollte ich auch. Warte mal, das sieht doch irgendwie aus wie die Stadt, in der wir schon mal waren. Ich erkenne hier... Das ist die Stadt, das ist die Stadt mit den halben Dezillionen komischen Gegnern. Wirklich? Ja. Anscheinend, ja. Da können wir hier allerdings noch durchgehen. Tolle Sache. Ach ja, die Infanteristen. Tatsache. Ja. Was jetzt leider sehr lustig wäre, wenn tatsächlich jetzt alles nur noch Zombies wären auf der ganzen Spielwelt. Das wäre durchaus interessant, muss ich sagen. Ich meine, hier im DLC ist doch alles möglich. Man weiß es nie, so. Jawohl. Aua, 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 ich zieh mal von dannen. Ich hab nur Lebensgranaten, warte. Das sind schon dezent viele. Oh, hinter mir, beziehungsweise jetzt hinter dir. Moment. Den kriege ich. Also den einen hier. Hallo, Jack. Ich fresse mich auch. Los. Musst du nachladen. Ach so. So. Okay, Gehirne. Brauchen wir die Gehirne überhaupt noch? Ich weiß gar nicht, für welche Mission die ehrlich gesagt waren. Tja, egal. Ja, tolle Sache. Dann schleppen wir einfach mal 500 Gehirne mit uns herum. Kann man das irgendwo sehen, wie viele Gehirne wir haben? Müsste doch irgendwo eine Quest sein. Warte mal, ich gucke mal. Würde mich auch interessieren. Dazu kann ich auch nochmal anmerken, dass Jack und ich hier die Game of the Year Edition spielen. Die GOTY. Also nicht der Sänger, sondern eben die Spieledition. Und dort sind eben auch alle DLCs bzw. Add-ons erhalten. DLC ist ja schon irgendwie zu einem negativen Wort verkommen, leider. Oder was heißt leider? Ist eben, also hat sich so entwickelt. Zumindest wer eben. Ja, gerne hier. Ach, falsche Tastatur. Warte mal, wo ist denn die andere? Ja. 12 Tage von Pandora. Menschenfeinde. Menschen getötet. Okay, ich glaube, das sind die Errungenschaften, die wir kriegen können. Ah, okay. Gehirnchirurg. Kritische Treffer. Ah, nee, warte. Kritische Trefferkills. Todbringer. Nicht mehr, 7 Sekunden. Actionheld, Achtung. Ich suche aber gerade, ob ich tatsächlich mal irgendwo die Questgegenstände sehen kann, aber irgendwie nicht. Also ich sehe auch gar keine Quest, irgendwie, die was mit Gehirn zu tun hat. Deswegen finde ich das Ganze etwas skurril. Und doch irgendwie grotesk. Ich mein, wir haben auch nur einige Quests, die wir abgeben können, die wir bereits gemacht haben und nicht abgegeben haben. Also gefühlt laufe ich sowieso erst 5 Minuten hier rum. Wir laufen ja eigentlich eh nur umher und erledigen alle Gegner. Ja, schöner Treffer. Ja, ah, ich sehe das Labor. Und der lebt noch. Ha! Auf was ja, ich schieße, wie, lebt nicht mehr. Wie schmeckt dir das? Oh. Sie haben ihn aufgehängt. Schöne Kunst. Boah. Also, aua, wenn das im Museum hängen würde, ich würde es mir angucken. Du gehst nicht wieder Tankenstein. Du würdest in das Museum gehen, um dir tote Menschen anzusehen. Ich sehe tote Menschen. Geld. Ach, Herr Jemine. Oh. Nein, nicht Selbstmörder. Kritische Treffer. Okay. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Bei dem knallharten Tankenstein. Ich kümmere mich gerade um alles Kleine, was da noch so von hinten kommt. Okay. Hört sich irgendwie wieder falsch an. Hey. Die Pflichten einer Frau. Oder so. Oh Gott. Okay. Der knallharte Tankenstein hat hier ein paar Treffer abbekommen. Und meine Munition ist leer. Und das ist nicht gut. Hier ist noch ein zweiter Tankenstein, oder? Nee. Warte, ich hab doch so ein bisschen. Und weg. Oh. Ja, worauf ich
übrigens nochmal hinaus wollte, wir spielen ja die Game of the Year Edition, die eben auch alle DLCs enthält. Von daher, wer selber mal in den Genuss kommen möchte, hier unzählige Feinde zu eliminieren und Zombie-Hirne zu sammeln und was auch immer, der kann sich natürlich auch selber mal das Spiel gönnen. Wir wollen natürlich auch die Entwickler und Publisher unterstützen. Oder ihr bleibt einfach beim Let's Play Together dabei. Oder kauft es euch trotzdem und spielt gleichzeitig. Ich glaube, das machen sogar einige. Also jetzt generell auf Let's Plays bezogen. Die spielen dann wirklich das Spiel und gucken sich einen Let's Play an. Wow. Gut, das könnte ich nicht. Kommt aber auch drauf an, bei welchem Spiel. Also bei manchen Spielen kann ich mir das sogar vorstellen. Mache ich persönlich jetzt nicht, aber... Konzentriere mich da immer eher nur auf eine Sache. Entweder deswegen. Also bei einem Spiel mit einer richtigen Geschichte und eben einer Story, da könnte ich mich, glaube ich, auch weniger konzentrieren. Aber jedem das seine. Okay, das ist wieder so ein Spruch, wo man jetzt überlegen. Ja. So, eine Tür und ich denke, ich weiß, wo sie hinführt. Und das wäre? Ins Labor, Igor. Labor geöffnet. Hallo. Oh. Willkommen im Labor. Ach, Herr Jemine. Dr. Matt hat wieder zugeschlagen. Der schlägt zu. Komm mal hier runter. Komm mal hierher und denk dran, wo nicht leise ist, kannst du rennen. Wenn ich wüsste, wie ich zu dir komme. Durch eine Tür? Ach da. Als wäre das selbstverständlich, Jack. Bitte. Nee, du musst durch den Boden durchglitschen, um hinzukommen. Du kennst mich doch. Besonders mir fällt gerade eine Sache ein. Stell dir mal vor, ne? Also hier der Dr. Z und der Dr. Nett, ne? Also jetzt nehmen wir mal deine verrückte Theorie an, dass beide dieselbe Person sind. Die finde ich zwar etwas, abstrakt, aber ich nehme mal an, die wär korrekt. Stell dir mal vor, der zeigt uns dann ein Bild, so wo oder der oder wie war diese Theorie? Hast du mich und wie war das mit Superman immer? Warte, da muss ich gerade selbst überlegen. Ich gehe erstmal an die Automaten, während ich hier sinniere, was ich... Wenn der Scheiß deine Schmerzen nicht lindert, besuchst du meine Krankenstation am Ufer in Jacobs Cove. Ich werde wieder voll geredet. Moment, kann ich wieder irgendwelche Sachen verkaufen? Hier... Okay, was soll ich sagen? Oh. Also, eine meiner reanimierten Leichen hat heute irgendwie ein Bild gefressen. Heißt, dass sie gerade auf dem Hof sitzt und seine Knochen ausscheißte. Die gute Nachricht ist, dass er schon die Miete bezahlt hatte und ich mir keinen Gemecker über abgeschnittene Zehennägel mehr anhören muss, die nicht mal von mir waren. Ganz zu schweigen von diesem Popcorn-Blödsinn. Dies ist mein feierliches Versprechen, von nun an im Namen des Profits auf finsteren Pfaden zu wandeln. Mein Bruder, der keine verkleidete Kopie meiner selbst ist, wird das niemals unterstützen. Ich hoffe, dass diese Aufzeichnungen nie gefunden werden. Beste Grüße, verehrtes Netcast. Sorry. Es läuft die dritte Woche meiner Klinikversuche im Bereich der Leichenreanimation. Die Hautzellen haben gut auf die Behandlung angesprochen, doch die Körper selbst scheinen... Wer braucht schon Dr. Z, wenn es Dr. Nett gibt? Haben sie wohl lediglich Verlangen nach Rosinen und Kleinmuffins, doch ich befürchte, dass mit zunehmender Intensität der Zellenreanimation auch der Hunger größer wird. Vielleicht sogar gefährlich. Keine Angst, ich werde weitermachen, obwohl ich vielleicht die Menschheit ausrotten könnte. Bin ich verrückt? Vielleicht. Aber wenigstens mache ich kein Popcorn, während andere Leute versuchen zu arbeiten. Tja. Schön. Das hat weiß er gleich ich. Einfach mal seinen Mitbewohner zersäbelt. Das weiß ich zu schätzen. Ja, dann Jack, schalt mal hier die nächste Echo ein. 1, 2, 3, 4. Dies ist der erste offizielle Eintrag in meinen, Dr. Nets, wissenschaftlichen Aufzeichnungen. Meine fortwährende Mission, das Leben derer zu verlängern, die bereits gestorben sind. Wir müssen wachsam bleiben bei unseren... Bill? Was machst du, Popcorn? Was hab ich dir gesagt? Also, wir haben darüber gesprochen. Wo war ich? Die Rettung der menschlichen Rasse von den altbackenen Krallen des Todes.
Klingt das affengeil? So reden die Kids doch, oder? Affengeil. Das ist der Jugendjargon. Gut, jetzt sollen wir das Kommunikationsfeld finden. Ist das nicht Affentittengeilmann? Ja, auf jeden Fall. Ist voll Knorke. Okay, ja. Voll Dufte, ne? Also, Echo... Achso, ja. Gehen wir mal. Mensch. So, ist die Frage aller Fragen. Wo zur Hölle finden wir denn jetzt das Kommunikationsfeld? Ach ja, Jemine. Ach ja. Ach ja, was haben wir denn hier? Okay, ich glaube, ich weiß wo. Aber was hast du da gemacht? Das war ja mal wieder ein Erlebnis. Ich habe keine Ahnung. Oh. Okay. Ich glaube, wir haben hier wieder ein paar Zombies auf uns gehetzt. Ein paar. Gut. Halb so wild. Alt, okay. Halb so wild ist untertrieben. So. Ich glaube aber auch, wir können die Folge bald mal beenden. Ja, nein, vielleicht? Ja, sicherlich. Okay. Also, ne, ihr seid jetzt gerade noch nicht, aber... Ja, ich erkundige mich immer bei Jack, weil er hat ja immer die genaue Minutenanzahl bei sich laufen. Wir sind gerade bei 26, also, aber wenn wir die Zombies irgendwie so grob losgeworden sind, dann können wir. Na, schön. Nächstes Level! Du bist der Boss, Jack. Wär mir neu. Da bin ich der Boss, hey! Kann zwar nicht gut ausgehen, wenn ich der Boss bin, aber hey. Ich nehme den Job. Eh nicht. Geht's ja auch nicht. Okay. Den haben wir. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Diese ganzen toten Menschen. Kann er mal bitte um die Ecke kommen? Halleluja. Da hängst du rum. Ich hab mich hier in der Ecke verkrochen. Immer eine Scheißidee im Spielen, starr irgendwo stehen zu bleiben. Ah. Du kennst mich. Oh Gott. Hallo? Oh. Gehirne, ja, Waffen, okay, die können wir mal verkaufen. Ich hab hier einiges an Munition. Nein, zwei auf einmal, das ist fies. Zwei auf eine Lady, hör mal, das geht doch nicht. Wo gibt's denn sowas? Oh Gott. Okay, den haben wir. Und den anderen. Ein Lance-Zombie übrigens. Oh, Entschuldigung. So, war's das jetzt, oder? Sieht gerade erstmal so aus, ja. Ich würde sagen, wir können die Folge erstmal beenden. Die Infanterie. Gut, da würde ich sagen... Das war eine weitere erfolgreiche Episode hier auf Zombie Island oder wo auch immer wir uns befinden. Vielen Dank fürs Zusehen. Nicht mehr. Und dann noch ein herzliches Tschüssi. Ciao.